Hi Leute, ich bin endlich wieder da. Ich hatte heute meine letzte Untersuchung, was das Handgelenk angeht. Da war eine Röntgenkontrolle dabei und es war eine Physiotherapeutin dabei, um mich ein bisschen aufzuklären, wie es jetzt weitergeht. Ich habe nämlich bei der Physiotherapeutin schon am ersten Termin gesagt, dass ich unbedingt so schnell wie es geht wieder auf dem Fahrrad sitzen will und fahren möchte. Ja, natürlich, wie ihr sicherlich denkt, haben alle gesagt, bist du verrückt, vergiss es, dieses Jahr brauchst du nicht mehr fahren. Ja, gut, war natürlich für mich im ersten Moment ein harter Schlag. Und jetzt stehe ich hier 6 Wochen später und habe das Okay von der Ärztin und der Physiotherapeutin bekommen, dass ich wieder fahren darf. In diesen 6 Wochen habe ich mich aber auch so reingehängt. Ich hatte 6 Termine für die Krankengymnastik in den 6 Wochen. Die hat mir natürlich ein paar Sachen gezeigt, was ich, wie ich und wann ich was trainieren kann. Natürlich sind da noch ein paar Kleinigkeiten, die dann noch etwas unangenehm sind bzw. drücken. Aber das ist mit weiterer Bewegung auch bald wieder Geschichte. Wir kommen dann jetzt zum eigentlichen Grund vom Video. Ich will euch eine lange Geschichte von der Genesung ersparen. Der Grund fürs Video ist, dass ich euch sagen möchte, wann ich in Stromberg bin. Und da es viele Leute gab, beziehungsweise ein paar Leute gab, die mich gefragt haben, wann ich das nächste Mal wieder fahren kann und ob sie mit mir fahren möchten. Das hat nicht funktioniert in letzter Zeit, logischerweise. Aber auch davor kam leider nicht so oft eine Situation zustande, in der man sich getroffen hat. Und deswegen, ja, jetzt bin ich mal am Wochenende unterwegs. Also am Samstag, H26.6. bin ich in Stromberg. Da ist schönes Wetter und da kommen bestimmt oder können vielleicht ein paar Leute sich Zeit nehmen und vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Und ja, ich bin den ganzen Tag da. Das ist der Punkt, weshalb das Video überhaupt entstanden ist oder warum ich das gerade mache. Die anderen 2 Tage ist der 2.7. Ich müsste gerade noch mal schauen. Das ist Freitag und Samstag, das ist im Prinzip eine Woche später. Also der 2. und 7. Juli, genau. Da bin ich auf jeden Fall auch nochmal in Stromberg, weil das Wetter da auch wieder besser sein sollte. Das ist dann der Samstag danach. Und dann bleibt im Prinzip noch eine Woche Urlaub für mich übrig. Soweit kann ich aber nicht in die Wetter-App gucken, beziehungsweise ist da eh ziemlich unzuverlässig. Deswegen nochmal ganz wichtig, folgt mir bitte auf Insta, damit ihr die Updates bekommt, wann ich in Stromberg bin. Ich werde höchstwahrscheinlich einen Tag davor werde ich dann einen Post machen, dass ich dann in Stromberg bin und von wann bis wann oder sowas. Also das wird dann im Status gepostet und wenn ihr mir da nicht folgt, logischerweise kriegt ihr das dann nicht mit und vielleicht passt ja für den einen oder anderen, der da noch Bock hat mitzufahren. Ja, im Prinzip wird das eine chillige Sache. Ich balle da jetzt nicht rum wie ein Verrückter, weil ich will mich ja auch erstmal einfahren und gucken, wie das überhaupt funktioniert. Am Samstag wird auch direkt das Video aufgenommen für euch, damit ihr auch mal die ersten Eindrücke mitbekommt, wie es nach so einem Unfall ist, wieder auf dem Bike zu sein. Gut, also 3 Daten. Einmal 26.06. Samstag übermorgen, 2.07. und 3.07. Freitag, Samstag ist das. Ja, das sind die Termine, wo ich definitiv so eigentlich den ganzen Tag da bin. Das sind eigentlich die Tage, die fix sind für, ja, für Stromberg. Also, der Rest der Tage seht ihr dann auf meinem Insta-Profil bzw. meinem Insta-Status, der dann einen Tag vorher hochgeladen wird, damit ihr dann früh genug reagieren könnt und vielleicht dann auch, vielleicht sehen wir uns. Mich würde es sehr, sehr freuen, damit ich auch mal meine Community einfach ein bisschen besser kennenlerne. Und ich muss euch vielen, vielen Dank sagen für den Support, den ihr mir bringt und ja, für den Support von euch. Ja, es war nicht einfach. Und viele haben halt echt gedacht, das ist jetzt, ja, es war es das jetzt für dieses Jahr und der Patrick bringt kein Video mehr hoch, was irgendwo mit dem Fahrradfahren zu tun hat dieses Jahr. Und dass ihr da so an meiner Seite geblieben seid, beziehungsweise sogar noch ein paar Leute dazu kamt, es sind jetzt fast 400 Abonnenten, die da jetzt auf meinem Kanal sind. Und das ist schon herzenswarm. Also das tut mir so gut. Und das macht mir einfach, das hat mir geholfen in der Zeit, einfach zu sagen, ich will jetzt fahren, ich mach das und übe jetzt zu Hause, Physio und so weiter. Da seid eigentlich ihr dran schuld, dass ich so gut wegkam und so optimistisch wieder ins Fahrradfahren einsteige. Aber genug philosophischer und schwabbelter Kram. Wir sehen uns Samstag, weil da mache ich noch ein Video. Danke nochmal für alles. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.